Sie müssen jetzt ganz stark sein. Ich war ganz stark, habe bis nachts 4:30 dechiffriert und schauen Sie sich das Resultat an, es lohnt sich. Wenn man einfach nur kurz reinschaut in die Auftritte der Kanzlerin, dann wirken die ganz anschaulich. Aber wenn man sich kontinuierlich damit befasst, und offenbar kann es niemand bis zu Ende anschauen, aber wenn man das tut, dann merkt man, dass hinter diesen Wortwolken nichts steht und es bricht alles in sich zusammen wie ein Soufflé. Bemerkenswert, der Erkenntnisgewinn für mich war beachtlich. Noch etwas war sehr beachtlich, es war ein bisschen wie eine Zeitreise, weil was so modern daherkommt als Internetdialog, ist in Wirklichkeit nichts anderes als die Wiedergeburt der guten alten kaiserlichen Audienz. Und ganz beachtlich, dass keiner von denjenigen, die hier handverlesen den Zugang hatten, sie richtig heftig kritisiert für die Maßnahmen, sondern es geht eigentlich, ich sage es jetzt ganz böse und zugespitzt, immer nur um Geldbettelei. Das hat mit mündigen Bürgern relativ wenig zu tun. Das ist eher Kaiserreich und Bittstellerei vor dem Kaiserthron. Schauen Sie rein, Sie werden es nicht bereuen. Und damit möchte ich jetzt auch unsere Gastgeberin begrüßen, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Hallo. Hallo. Wirkt das hier nur so oder hat sie etwas den Überblick verloren? Ich freue mich, Sie zu sehen. Ein herzliches Willkommen an Sie alle, dass Sie sich bereit erklärt haben, aufgrund der Anfrage Ihrer Interessenvertretungen hier an diesem Dialog teilzunehmen. Aufgrund der Anfrage Ihrer Interessenvertretungen? Das klingt ja nicht so wie eine spontane Zusammenkunft, sondern eher so, als ob Partei und Regierung die Teilnehmer sorgfältig ausgewählt haben. Und ich freue mich, etwas zu lernen. Wer so oft von Freude spricht, freut der sich wirklich. Oder auch mit Ihnen zu sprechen oder auch auf Ihre Fragen vielleicht Antworten zu geben. Das klingt wirklich nach überbordender Freude. Und ja, jetzt können wir starten. Wird auch langsam Zeit nach so langer Vorrede. Ich will vielleicht nochmal sagen, als ich das Ganze begonnen habe, da war noch der Winter vor uns. Warum als ich das Ganze begonnen habe? Was hat Sie begonnen? Jetzt haben wir schon Frühjahr und manche sagen, hat sich immer noch nichts geändert. Nee, wer würde das sagen? Die Maßnahmen wurden viel strenger. Wir haben sogar eine Ausgangssperre. Natürlich hat sich was geändert. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass ein bisschen mit der aufsteigenden Sonne auch die Impferfolge zunehmen. Moment, gibt es da neue bahnbrechende Forschungsergebnisse, dass mit aufsteigender Sonne die Impfergebnisse zunehmen? Also man darf erst nach der Morgendämmerung impfen, war mir bisher gar nicht bekannt. Aber Scherz beiseite, wie viel Schubse gehört dazu, hier von Impferfolgen zu sprechen, nachdem man zuvor die gesamte Impfkampagne massivst vergeigt hat und jetzt das etwas nachlassende Desaster als Erfolg zu verkaufen? Respekt. Und die Lage sich doch etwas besser. Leben wir im gleichen Land? Die Notbremse wurde durchgesetzt, alles wird immer drastischer und die Lage bessert sich. Kognitive Dissonanz. Auch wenn das denjenigen, die sich heute noch nicht betätigen können, im Augenblick noch nicht so viel hilft, aber ich glaube, dass wir schon eine lange Zeit hinter uns haben und die vor uns liegende Zeit, die schwer ist. Dass wir schon eine lange Zeit hinter uns haben und die vor uns liegende Zeit, die schwer ist? Wie bitte? Es war schwer und es wird schwer und das in so viele Wörter verpackt. Oho. Nicht mehr ganz so lang sein wird. Ach so, nicht mehr ganz so lang sein wird. Wir haben jetzt 14 Monate, nicht mehr ganz so lang. Das heißt, es könnten noch 12 Monate sein und auch das nur glauben. Tolle Aussichten. Mhm. Als Startpunkt für den Dialog möchte ich gerne kurz initiieren, dass wir uns alle einmal zuwinken, um zu schauen, ob auch der Kanal zur Bundeskanzlerin besteht. Wie in einem Stuhlkreis, in einem Kindergarten. Aber man muss dazu sagen, wer das Berliner Internet kennt und weiß, wie schlecht es ist, der wird bestätigen, dass dieses Zuwinken mit der Kanzlerin technisch seinen Sinn macht. Hallo, hier aus dem Bundeskanzleramt. Alle winken zurück. Wunderbar. Die Kunst- und Kulturschaffenden... Wird da das Lexikon extra für die Kanzlerin an die DDR-Sprache angepasst? Kunst- und Kulturschaffende. Gehören zu denen, die unterschiedlich stark, aber doch zu den stärksten Betroffenen gehören. Können Sie das nachvollziehen, diese Frustration? Ja, klar kann ich das nachvollziehen, dass man da frustriert ist. Was für eine Frage. Können Sie die Frustration nachvollziehen? Was anderes als natürlich kann ich die Frustration nachvollziehen, könnte man da antworten. Schattenboxen im Kanzleramt.
Warum bekennt sich eine Kulturnation nicht zu den mehrfach abgesicherten und den Modellprojekten bewährten Hygienekonzepten in der Kultur? Ja, also unter 100 kann man ja schon sehr viel wieder machen. Übersetzt? Naja, aber die Inzidenz, die können wir ja steuern und wir sorgen schon dafür, dass es nicht so schnell unter 100 kommt. Also das, wir haben ja da auch Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten an der Inzidenz zu drehen. Vereinbart. Ach so, vereinbart. Okay. Mit den Bundesländern, das heißt, wer konstant unter 100 ist über eine längere Zeit, kann das machen, was Tobias Hans, was der saarländische Ministerpräsident und die saarländische Regierung gemacht haben. Gastronomie, Baumärkte und dann auch in Museen wieder öffnen und auch in gewissem Umfang kleinere Veranstaltungen. Also das Dumme ist nur, dass das Saarland jetzt über 100 ist. Übersetzt, ihr wolltet aus meiner Knute raus da unten im Saarland, aber jetzt habt ihr es wieder. Sie sind gestartet als Bundesland mit 75 und trotz des vielen Tests sind Sie jetzt irgendwo bei 140 als Saarland. Fast alle Landkreise sind doch über 100. Da musste ich jetzt sofort an den Bürgerdialog mit Wladimir Putin denken, der einmal vor vielen Jahren beim Gespräch mit Vertretern einer Hochschule aus einer winzigen Provinzstadt rein zufällig den Namen des Vizerektors dieser Hochschule wusste und dass Frau Merkel hier haargenau die Daten aus dem Saarland hat, spricht natürlich auch dafür, wie zufällig und unerwartet hier die Fragen gestellt werden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wahrscheinlich hat die Kanzlerin einfach ein Computergedächtnis. Und sobald ein Kreis wieder unter 100 ist, können Sie diese Dinge alle wieder machen. Übersetzt, aber da sind wir schon davor, dass das schnell wieder unter 100 geht. Im Zweifelsfall muss man ja nur etwas mehr testen. Das liegt dann in der Landesverantwortung. Wir haben es nicht putzig. Das ist der Zynismus, wie man ihn von früher kennt. Zuerst den Ländern die ganze Verantwortung nehmen und dann sagen, das ist dann in der Landesverantwortung prächtig. Nur, wir brauchen eine Konstante, also wir dürfen nicht ein beständiges Wachstum haben, nicht? Das ist das Thema. Ja, klar, das sehe ich natürlich auch so. Klar, um Gottes Willen, bloß nicht der Kanzlerin vor laufender Kamera widersprechen. Das wäre ganz schlecht für die Zuschüsse und dergleichen. Ich stehe als Hochschullehrkraft auch schon auf der Impfliste, ich freue mich schon. Ist das Pflichtprogramm oder Kür, dass man im Gespräch mit der Kanzlerin vor laufender Kamera sagt, ich freue mich schon auf die Impfung? Ja, ich habe mal eine andere Frage, und zwar zur Kulturfinanzierung, und die tangiert auch ein bisschen den Föderalismus. Ich habe ja die Befürchtung, dass für die öffentlich finanzierten Theater und Orchester die wirklich schwere Zeit erst noch beginnt, nämlich wenn in anderthalb Jahren die Kulturetats unter Druck geraten, aufgrund, dass wir ja die Maßnahmen, die ja sinnvoll sind, bezahlen müssen. Und auch noch der Hinweis, dass die Maßnahmen sinnvoll sind. Wie wäre es denn noch mit einem kleinen Hofnix? Ansonsten sind es der Loyalitätsbekundungen im Zweifelsfalle doch zu wenig. Und da wäre meine Frage, wäre es nicht sinnvoll, dass der Bund stärker in die Kulturfinanzierung einsteigt? Wenn man so schön verbal denkt, nichts macht vor der Regierenden, dann darf man auch ein bisschen mehr Geld fordern. Das ist logisch. Und wäre das vielleicht nicht auch ein guter Zeitpunkt, jetzt Kultur im Grundgesetz zu verankern, um die Kultur weg von diesen sogenannten freien Aufgaben zu ziehen? Und was für ein glücklicher Zufall, dass die Fragen offenbar immer so kommen, wie sie Angela Merkel in ihre Tagesordnung passen. Zufälle über Zufälle. Ja, allein die Verankerung im Grundgesetz wird Ihnen auch noch nicht helfen. Ja, wenn schon die Grundrechte im Grundgesetz kaum noch das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt sind, dann könnte man wenigstens die Kultur dort verankern. Macht Sinn. Ein Ausgleichsgeschäft. Ablasshandel? Dass daraus ein gesetzlicher Anspruch entsteht, das müsste dann nochmal durch ein Gesetz geregelt werden. Übersetzt. Da mir das Grundgesetz ohnehin relativ egal ist, bringt es dir natürlich nicht so viel, wenn wir es reinschreiben. Aber wir machen es, weil es schön aussieht. Und dann ist das vielleicht mindestens so eine gute Bewegung für die Kultur, dass Menschen etwas vermisst haben, wie Grundgesetz. Das ist ja auch eine breite Diskussion. Das ist jetzt ein freudscher Versprecher, dass Menschen das Grundgesetz vermisst haben? Oh ja, haben sie. Die sicherlich auch nach der Bundestagswahl weitergehen wird. Ach Gott, und ich hoffte, nach der Bundestagswahl wird es wieder besser mit dem Grundgesetz, wenn Angela Merkel nicht mehr im Kanzleramt sitzt. Und dann werden wir versuchen, alles daran setzen, unser
vielfältiges föderales Kulturangebot auch zu erhalten. Zu erhalten? Wie bitte? Nachdem man es gerade zerschlagen hat, die Überreste zu erhalten oder was zu erhalten? Wenn Sie sich mal die Etatsteigerungen bei der Staatsministerin für Kultur anschauen. Echt? Hat die wieder kräftig zugelangt bei den Gehaltserhöhungen? Dann sehen Sie, dass das in den letzten Jahren nicht rückwärts gegangen ist, sondern immer vorangegangen ist. Übersetzt? Ja, wie bei den ganzen Abgeordneten- und Ministerbezügen. Aber jeder Ebene muss die Kultur auch was wert sein. Also nicht nur dem Bund, sondern auch den Bundesländern und den Kommunen, denn das wird Sie nicht so interessieren, aber die Finanzsituation des Bundes ist nicht besser als die der Länder. Naja, wo jetzt so viel Geld gedruckt wird und den Steuerzahler ohnehin jeder zur Kasse bitten darf, da ist das schon nicht so dramatisch. Dankeschön. Der Gesprächspartner wirkt so glücklich, als ob er gerade den Jackpot geknackt hätte. Angela Merkel schafft es, Männerherzen höher schlagen zu lassen. Vielen Dank, Herr Hennecke, nach Saarbrücken. Welche Perspektiven können Sie da geben und was kann man vor allem tun, dass es hier nicht zu einem ständigen Wechsel kommt und der Zugang zur Kultur wieder verschlossen wird? Also erstmal die Bundesnotbremse, die ist ja jetzt erst seit Sonnabend in Kraft. Seit Sonnabend gilt überall bis 150 Inzidenz in jedem Landkreis oder jeder kreisfreien Stadt, dass Click and Meet mit Test möglich ist. Was können wir tun, damit das nicht durch Gerichte wieder in Frage gestellt wird? Wohl der bemerkenswerteste Satz in diesem ganzen Interview und kaum einem fällt er auf. Die Regierungschefin sagt ganz offen, was können wir tun, damit die verfassungsmäßige Gewaltenteilung nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Denn die sagt ganz klar, dass die Gerichte unabhängig sein sollen und die Regierung kontrollieren müssen. Und sie fragt, was können wir tun, damit die Gerichte nicht das tun, was in der Verfassung steht. Phänomenal, ebenso wie das Wegschauen der Medien. Was können wir tun, damit das nicht durch Gerichte wieder in Frage gestellt wird? Dadurch, dass wir jetzt ein Bundesgesetz gemacht haben, kann es nur durch das Bundesverfassungsgericht noch überprüft werden. Es ist phänomenal, die Regierungschefin, eine der Garantinnen des Grundgesetzes und der Verfassung, brüstet sich, dass sie die Gesetze so geschrieben hat, dass sie nicht mehr vor dem Verwaltungsgericht kontrolliert werden können und nur noch vor das Verfassungsgericht gegen sie gezogen werden kann. Formal mag es ja in Ordnung sein, aber diese Einstellung zum Rechtsstaat, holla, holla, holla. Das heißt also, man hat nicht die verschiedenen Verwaltungsgerichtsentscheidungen. Verschiedene Gerichtsentscheidungen, Frau Bundeskanzlerin, sind ein Merkmal des Rechtsstaates. Wenn man alle Gerichte auf der gleichen Entscheidung hätte, dann wäre das ein Anzeichen dafür, dass der Rechtsstaat gar nicht mehr funktioniert. Es ist unglaublich, wie hier ein Missachten demokratischer Grundsätze gar nicht mehr verhohlen wird. Was war das Thema? Wenn man in Berlin gelebt hat, hat man viele Monate Zugang zum Buchhandel gehabt. Das war in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. Das nennt man Föderalismus und die Väter des Grundgesetzes haben sich durchaus etwas dabei gedacht, dass sie den durchsetzten. Im Gegensatz etwa zur DDR, wo der Zentralismus dorthin führte, haben wir alle erlebt. Und was hat die Sache nochmal erschwert, dass verschiedene Gerichtsentscheidungen immer nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz gehen? Übersetzt so ein Mist, aber auch, dass es diese blöden Gerichte gibt und dass die sich dann auch noch an die Verfassung halten, an den Gleichbehandlungsgrundsatz. Wo kommen wir denn da hin mit so viel Rechtsstaat? Also dann wird gesagt, okay, Buch ja, Computerfestplatte nein. Ist das richtig? Gab es Gerichtsentscheidungen, die gesagt haben, nein, da muss auch der Computershop aufgemacht werden. Und schwupps ist man in einer Bahn, wo dann alle Geschäfte auf sind. Und jetzt sind Ihre Hygienekonzepte im Buchladen gut. Die sind auch teilweise bei den, nicht nur teilweise, sondern bei all den Veranstaltungen, Konzerten und so weiter gut. Aber insgesamt gibt es dadurch natürlich wieder sehr viel mehr Bewegung. Ich habe dann in den Innenstädten mehr Leute, ich habe im öffentlichen Personennahverkehr mehr Menschen und dieses Virus ist schon nicht zu, mit dem kann man nicht verhandeln. Der intensive Austausch mit Drosten und Co. scheint nicht ohne Folgen an der Kanzlerin vorbeigegangen zu sein. Solche Erkenntnisse sind zweifelsohne wertvoll. Andernfalls, ohne den Austausch mit Drosten, würde sie vielleicht versuchen, mit dem Virus verhandeln zu wollen. Die Kontakte sind irgendwo zum Schluss, immer zählen sie. Und wer würde da widersprechen wollen? Geballte Weisheiten von Dr. Angela Merkel. Und damit sie es sich auch wirklich merken, jetzt hier noch einmal.
Das Virus ist dieses Virus ist schon nicht zu, mit dem kann man nicht verhandeln. Die Kontakte sind irgendwo zum Schluss immer zählen sie. Und genau so ist es. Der eine sagt, ich bin der Buchladen. Wenn jemand von sich sagt, er ist der Buchladen, dann ist das eher ein Fall für den Psychologen. Und der andere sagt, ich bin aber dies und jenes. Aber das dürfte doch heute eher etwas Begrüßenswertes sein, in einer Zeit, wo man alles von heute auf morgen, von Stunde zu Stunde ändern kann. Das Geschlecht und was auch immer man mag, man kann als Frau aufwachen und als Einhorn einschlafen. Und wie gesagt, ich habe in Berlin eine ganz andere Wahrnehmung gehabt. Übersetzt, für mich wird ja eingekauft und wenn ich schon mal selber einkaufen gehe, dann habe ich meine Leibwache dabei und die tragen mir auch alles. Und ich verstehe Sie, wenn Sie jetzt sagen, ich habe jetzt das sechste Geschäftskonzept und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich vorankommen soll. Im ersten Moment dachte ich, dass die Kanzlerin hier heuchelt, wenn sie sagt, ich verstehe Sie als Unternehmerin. Andererseits, sie hat ja auch ihr Geschäftskonzept regelmäßig gewechselt. Von daher, vielleicht versteht sie so ein Hü und Hott. Ich kann Ihnen nur sagen, für die verbleibende Zeit hoffe ich, dass jetzt die bundeseinheitliche Notbremse dient und dass Sie dann natürlich unter 100 nicht schlechter gestellt werden als über 100. Davon gehe ich jetzt mal aus. Erstaunlich ist, wie die Dame hier strahlt. Das scheint ein sehr deutscher Zug zu sein. Es wird einem erklärt, wie streng mit einem umgegangen wird und man ist zufrieden. Es wäre jetzt aber böse, hier gleich Masochismus zu unterstellen. Also mindestens Click and Meet. Und mit einem Test vielleicht unter 100, dann sogar mehr. Was für rosige Aussichten und die Dame strahlt wirklich phänomenal. Aber das regeln wir dann nicht mehr auf Bundesebene. Wie bitte, das regeln wir nicht mehr auf Bundesebene, nachdem die Bundesebene jetzt alles geregelt hat, in ein Korsett gesteckt hat? Wow, wenn es dann um die Schuldigen geht, dann sind plötzlich wieder die Länder zuständig, obwohl sie es gar nicht sind. Clever. Das ist aber genau das Problem, weil es die Verlässlichkeit weiter nicht bietet. Danke, dann war das Lächeln doch nur Höflichkeit und die Frau ließ sich keinen Sand in die Augen streuen. Wir haben das Thema gehabt, dass 80% aller Ansteckungen nicht zugeordnet werden konnten. Bei den 20%, die zugeordnet werden konnten, war die Kultur nicht mit dabei. Aber 80% aller Ansteckungen konnte man nicht sagen, war es im ÖPNV, war es im Restaurant, war es in der Kultur. Jeder hatte gesagt, ich habe mein Hygienekonzept und die Zahlen sind gestiegen. Übersetzt, wir haben keine Ahnung, wo sie die Leute anstecken, aber drum machen wir einfach mit der Gießkanne zu. Also 80%, das muss man einfach festhalten, weiß man nicht, wo die Leute sich angesteckt haben. Erstaunlich. Offenbar weiß man gar nichts so recht. Man weiß auch nicht, ob Lockdowns helfen oder nicht. Viele Experten sagen, sie helfen nicht, aber man macht es einfach. Es geht ja auch nur um Grundrechte und um die Wirtschaft unseres Landes. Wir werden durch das Impfen einfach in absehbarer Zeit dann auch Wirkungen haben. In der Tat, Wirkungen und Nebenwirkungen. Und der Sommer wird nicht so verlaufen, wie der Winter verlaufen ist. Mit dieser Weisheit könnte Angela Merkel in alle Bauernkalender dieser Erde eingehen. Der Sommer wird nicht so verlaufen wie der Winter. Wer könnte da widersprechen? Welche Weisheit? Das kann ich, glaube ich, sagen. In der Tat, das kann sie so sagen. Wer wollte das bezweifeln? Vielleicht sollte sie über eine Anschlussverwendung nach ihrer Zeit im Kanzleramt als Hellseherin oder Kartenlegerin nachdenken. Und für die Veranstaltung, die sie dann vergangenes Jahr im Frühjahr, als wir den ersten Lockdown hatten, als alle noch einen unglaublichen Schreck bekommen haben und zu Hause geblieben sind und Homeoffice und was, da war ja alles eingefroren, da hatten wir Inzidenzen von 40, nicht? Jetzt reden wir, wie kommen wir unter 100? Ja, da hatten wir aber auch eine ganz andere Teststrategie und sehr, sehr viel weniger Tests. Und es gäbe Möglichkeiten, um das rückzurechnen, was der heutigen Inzidenz entsprechen würde. Dann könnte man es vergleichen, aber das wird offenbar absichtlich nicht gemacht. Und ich weiß nicht, wer sich von Ihnen noch erinnert, im Sommer des letzten Jahres waren wir bei 3. Weil es Sommer war und weil man da keine Zwangstests für Schüler und für viele andere hatte und nicht wie verrückt testete. 3 Fälle auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Muss man sich mal überlegen.
In der Tat, das sollte man sich wirklich mal überlegen. Und wunderbar, dass dann genau vor der Bundestagswahl voraussichtlich auch in diesem Jahr wieder eine geringe Inzidenz kommt. Dann hat die Bundeskanzlerin unsere Regierung alle gerettet und dann kann man schön die Regierungsparteien wählen, bevor im Oktober die x-te Welle kommt. Völlig unerwartet übrigens, denn wer könnte schon ahnen, dass es im Herbst wieder losgehen könnte mit Viren, die Atemwegserkrankungen auslösen. Potzblitz aber auch. So, und dann waren wir im Herbst etwas zu übermütig und sind seitdem nie wieder richtig rausgekommen. Übersetzt, und drum werden wir nicht mehr übermütig und sperren euch schon im Frühherbst weg, sobald ihr das Kreuz gemacht habt bei den Wahlen. Trotzdem, das Impfen wird wirken. Wir werden Ihnen Planungen ermöglichen für den Herbst. Ja, wie hoch die Planungssicherheit mit dieser Regierung ist, die jeden zweiten Monat ihr Konzept völlig ändert, das haben wir alle erlebt. Und wir zahlen weiter die Wirtschaftshilfen. Und ich habe die Hoffnung, dass Sie über den Sommer mehr kriegen als nur Überbrückungshilfe 3, sondern auch Möglichkeiten, ein bisschen was an Veranstaltungen zu machen. Wohlgemerkt, die Regierungschefin hat die Hoffnung, aber sie verspricht nichts. Ich habe auch die Hoffnung, dass ich Millionär werde. Ich habe auch die Hoffnung, dass das Virus verschwindet und ich habe die Hoffnung, dass wir immer schönes Wetter haben in Deutschland. Warum nicht hoffen? Natürlich haben Sie natürlich vollkommen recht. Natürlich, die Regierung und die Partei haben immer recht. Wenn Sie sagen, 80% wissen wir nicht, wo die Fälle herkommen, aber da würde ich entgegenhalten, die Kulturbranche, da hätte man, wenn ein Fall denn aufgetreten wäre, hätte man wenigstens eine Nachverfolgung leisten können, weil wir ja alle unsere Hausaufgaben gemacht haben. Na, 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 jetzt hat der Satz so gut angefangen und dann kommt doch noch Majestätsbeleidigung. Frau Merkel ist hier nicht zufrieden. Sehen Sie sich das Gesicht an. Müssen wir hoffen, dass es eine Perspektive gibt und die Perspektive, die einzige Perspektive, die wir haben, ist das Impfen im Moment, wenn es keine Mutante gibt. Genau. Übersetzt, mein Gott, wie oft muss ich dir noch erklären, dass du es endlich kapierst? Das ist aber immerhin schon mal was. Hoffnung ist immerhin schon irgendetwas. Auch wenn man eine langjährige Gefängnisstrafe bekommen hat, kann man immer noch die Hoffnung haben, dass sie aufgehoben wird. Dass man nach einem Jahr Impfstoff hat, darauf hat die Menschheit keinen Anspruch gehabt. Wo sie recht hat, hat sie recht. Aber haben wir einen Anspruch darauf, dass diese Impfstoffe keine Langzeitfolgen haben? Fragen über Fragen. Und dass wir tolle Forscher hatten, das ist schon mal was. Und jetzt wollte ich nur noch mal, also da sind wir uns ja auch alle einig. Moment, Moment, Moment. Alle, da gibt es durchaus auch Forscher, die das anders sehen, aber offenbar dringen die nicht mehr in die Informationsblase im Kanzleramt vor. Dann kommen immer die Gerichte und sagen, ja, wenn das offen ist, dann muss aber auch das offen sein. Und damit haben wir auch sehr viel Schiffbruch erlitten. Setzt dieser verdammte Rechtsstaat und diese verdammten Richter, aber Gott sei Dank habe ich jetzt mit dem neuen Gesetz alles in die richtige Richtung gelenkt und jetzt regiere ich durch. Diesen Richtern zeige ich's, zumindest den Aufmüpfigen. Die meisten sind ja brav. Manche habe ich ja auch selber ausgesucht, wie den Chef des Bundesverfassungsgerichtes, der jetzt auch ganz, ganz lieb das macht, was zu erwarten ist von ihm. Und wir können, wenn wir alles dann zum Schluss wieder aufmachen, ist es auch schwierig. Für mich der Satz des Tages. Die Kanzlerin sagt, wenn wir alles wieder aufmachen am Schluss, ist es auch schwierig. Es mag ein Versprecher sein, aber es klingt nach einem Freudschen. Ich hatte bisher doch die Hoffnung, dass irgendwann am Schluss doch nochmal alles aufgemacht wird. Und wir können, wenn wir alles dann zum Schluss wieder aufmachen, ist es auch schwierig. Also wir haben auch vor Gericht manchmal große Mühe gehabt, aber jetzt egal. Egal, eben die Mühen haben wir bekämpft und dieser böse, aufmüpfige Richter in Weimar, der sich getraut hat, nicht so zu urteilen, wie man das sollte, der hat ja jetzt auch eine Hausdurchsuchung auf dem Hals gehabt. Der Schlingel aber auch, aber der hat es ja nicht anders gewollt. Wir versuchen mal nach vorne zu schauen und es ist eine schwere Zeit, das ist vollkommen klar. Wir versuchen mal nach vorne zu schauen. Ja, hätte man vielleicht auch mal früher versuchen können. Man könnte für Selbstständige ja auch sagen, ich gebe so eine Art Unternehmerlohn. Ja, könnte man. Ich würde sogar sagen, als Kanzlerin kann man. Und die Grundsicherung ist die andere Sache. Die haben wir sehr großzügig ausgestaltet, dass die Mietkosten nicht in irgendeiner Weise gedeckelt sind und dass man also da vereinfacht Zugang hat. Übersetzt, was regt ihr euch auf, wenn wir euch schon sogar das Wohnen bezahlen?
Ich weiß, dass viele da eine Barriere haben, weil sie sagen, ich habe mein Leben lang mein eigenes Einkommen gehabt und da bin ich auch stolz drauf. Trotzdem kann es in einer bestimmten Situation eine Möglichkeit sein, auf die ich trotzdem nochmal verweisen will. Was für ein großzügiger Verweis. Und ansonsten kann ich uns allen nur die Daumen drücken, dass es ein schnelles Ende findet. Kann ja nichts mehr schiefgehen, wenn die Hauptverantwortliche nur die Daumen drücken kann. Und Sie dürfen mir abnehmen, dass ich genauso daran arbeite und oder genau mir das so wünsche wie Sie. Ja, was denn nun? Genauso daran arbeite oder genauso mir das wünsche? Eine sprachliche Ungenauigkeit, aber nichtsdestotrotz merkwürdig. Die Kanzlerin als Walterin der Gerechtigkeit und sie bescheinigt sich, dass auch noch selber Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommst du ohne ihr. Ja, und jetzt überlege ich tatsächlich wirklich bei Lidl anzufangen oder bei Rewe anzufangen, um zumindest mein Grundeinkommen zu bekommen, weil ich kann nicht von, jetzt halten Sie sich fest, von 720 Euro im Monat leben. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Vor allem hatte ich beim letzten Jahr, ich hatte 1200 Euro verdient im Monat. Damit konnte ich super leben. Und jetzt kommt natürlich die 720 Euro und was soll ich tun? Ich kann nichts tun. Ich kann leider keine Bank ausrauben. Das wäre natürlich dumm in dem Moment. Und jetzt kommt halt der harte Lockdown. Ich verstehe die Maßnahmen über alles. Diese Demutsgeste gehört offenbar dazu. Erstaunlich, dass hier niemand in dieser Audienz Kritik an den Maßnahmen als solches geübt hat. Rein repräsentativ nach der Zufallsverteilung müsste das offenbar der Fall sein. Insofern ist die Frage, wurde den Teilnehmern vorher gesagt, dass sie sich da nicht beklagen sollen oder dass sie immer sagen sollen, dass sie die Maßnahmen als solche begrüßen. Erstaunlich, diese Einstimmigkeit. Ich verstehe Sie wirklich. Ich bin dafür, ich gehe raus, ich setze meine Maske auf, ich halte Abstand, so gut es geht. Es sind aber wirklich diese kleinen Momente. Die Kaiserin ist gerecht und gut, nur die Kleinigkeiten sind nicht ideal, für die der Hofstaat verantwortlich ist. Vor allem bei vielen Künstlern, bei vielen Schauspielern, die manchmal das Genick brechen können. Und da sind halt wirklich, wo man sagt, warum bekomme ich nicht eine Antwort und eine gewisse Transparenz von der Bundesregierung, von der Regierung, die ich gewählt habe, in gewisser Weise gewählt habe, uiuiui, dass er sich da nicht um Kopf und Kragen redet. Mädels Blick wird da etwas unfreundlich, schauen Sie jetzt gleich. Und auch eine Zukunftsperspektive für junge Schauspieler und junge Darsteller, die halt versuchen, auf der Bühne zu arbeiten. Gleich wird Frau Merkel genervt stöhnen und dem Schauspieler wird das sehr negativ aufstoßen. Das Kapital des Schauspielers. So werden wir ernst genommen. Es tut mir leid, Frau Bundeskanzlerin. Nee, ich kämpfe hier immer gegen die Zeit. Der Schauspieler schildert ihr lange sein Elend und sie lacht und klagt, dass sie gegen die Zeit kämpft. Empathie zum Beneiden. Achten Sie mal genau, in diesem Moment fällt kurz das Mikrofon aus bei dem Schauspieler, ob man da nicht wollte, dass man riskiert, dass er etwas Unschönes sagt? Ich weiß es nicht. Wissen Sie, das ist mein... Sie sind ja alle aus einer Branche, wo das Wort auch Ihr Mittel ist, nicht? Und das merkt man, also Sie wollen sich natürlich auch ausdrücken. Eine unterschwellige Ohrfeige. Sie sagt ihm, dass er mit den Worten nicht das Richtige macht und schaut dann sehr böse. Also erstens, dass das mit den Hilfen so lange dauert, das ist natürlich bedauerlich. Und wenn Sie jetzt noch Nachfragen haben, kann man nur hoffen, dass das jetzt schnell weitergeht. Und wieder kann man nur hoffen. Ich dachte, sie ist Regierungschefin, sie hat die Verantwortung und bei ihr geht es nicht um Hoffen, sondern um Tun. Ich kann nur hoffen. Nein, Frau Bundeskanzlerin, Sie wurden nicht gewählt, damit Sie nur hoffen können. Sie wurden gewählt, damit Sie etwas tun. Sie können nicht nur hoffen. Sie als Kanzlerin haben die Verantwortung und Sie können etwas tun. Sie tun es aber nicht. Ich kann nur hoffen, dass diese Zeit der Unsicherheit bald vorbei ist, dass Sie jetzt ein paar Hilfen kriegen für Neustartkultur und dass sich da was findet, womit Sie dann über die nächste Zeit kommen und dass es im Herbst wieder besser wird. Ich verstehe. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Ich will Sie nicht unterbrechen, aber ich meine halt grundsätzlich darum, ich finde, der Ansatz ist nicht einfach die Hilfen. Ich finde, der Ansatz ist halt die komplette Lage der Kultur und Kunstgeschaffenen total ernst zu nehmen. Das tun wir aber. Sieht tatsächlich nicht rosig aus. Das tun wir aber, klar, indem wir hoffen.
die Realität und die Handlungen sehen nicht so aus, als ob wir das tun würden. Nee, aber glauben Sie, dass wir denken, dass das rosig aussieht bei Ihnen? Glauben Sie, dass wir denken, dass das rosig aussieht bei Ihnen? Was für eine Frage. Nein, ich glaube, der Herr glaubt einfach, dass es Ihnen relativ egal ist oder zumindest nicht wichtig genug. Ich bin heute nicht in das Gespräch gegangen und habe mir gedacht... Erstaunlich, um wie viel hier der Tonpegel des Schauspielers niedriger eingestellt ist als Merkels Tonpegel, sodass sie ihn leicht übertönt. Dass ich jetzt Menschen treffe, für die das in irgendeiner Weise rosig aussieht. Es ist genau dieser Zynismus an Merkel, der mich an Moskau erinnert und an die sozialistische Kaderschule. Hier wird ganz geschickt die Gesprächsebene verlagert und der Gesprächspartner faktisch lächerlich gemacht. Er wäre nie auf die Idee gekommen, ihr zu unterstellen, sie glaube, es ginge ihm rosig. Es geht um eine völlig andere Diskussion und das wird hier geschickt verlagert und der Ball wird ihm zugespielt und das ist eigentlich infam. Sondern das weiß ich, dass das eine so vertrackte Situation ist, wie man sie sich ja gar nicht hätte ausmalen können vor 2 Jahren. Glauben Sie, dass ich mir so etwas hätte vorstellen können, dass uns das erreicht? Absolut nicht, Frau und sehen Sie, der Trick hat funktioniert schon, entschuldigt sich faktisch der Schauspieler. Und er hätte ja auch entgegnen können, dass es selbst im Bundestag Szenarien gab, die von einer Pandemie ausgingen und davor warnten und dass schon 2018 die Intensivstationen überlastet waren. Aber durch diesen geschickten Kniff macht Merkel ihn faktisch zum Angegriffenen hier. Wer selbstständig ist, der kann nicht einfach in Quarantäne gehen, der kann und kriegt dann noch Geld dafür. Und sie sind in vielerlei Hinsicht in einer völlig anderen Situation. Und wir versuchen das auszugleichen. Wir versuchen ihnen dann auch wieder eine Perspektive zu geben für die Zeit nach der Pandemie. Aber damit erreichen wir leider nicht alle. Und deshalb nehme ich einfach auch Sie als Beispiel für sehr, sehr viele, denen das jetzt sehr schlecht und geht und die mit unglaublichen Unsicherheiten leben müssen. Und wir versuchen es nur ein bisschen abzuglätten. Nach diesem Satz ist es mir noch unverständlicher als vorher, warum Merkel den Beinamen Mutti bekommen hat. Empathieloser geht es eigentlich kaum noch. Man sagt, sie sind das Beispiel dafür, dass es vielen schlecht geht. Und wir versuchen, das ein bisschen abzuglätten. Trost und Mitgefühl klingen umgekehrt. Und im Zweifelsfalle eben der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung. Also, wenn es anders nicht passt, dann geh auf Hartz IV. Noch eine kleine Ohrfeige hinten rein. Der hört sich vielleicht nicht so gut an, ja, aber... Nee, das Grundsicherung hilft wirklich nicht. Der arme Mann kann es nur noch mit Galgenhumor nehmen. Aber ich danke Ihnen jetzt, für Ihre Worte. Sie kriegen dann aber auch noch Wohngeld dazu, wenn Sie nichts haben. Sie müssen ja nicht von den 700... Nee. Das kommt darauf an, wie die Einkommensverhältnisse sind. Herr Khalili, das würde an der Stelle vielleicht zu weit führen. Herr Khalili, das würde an dieser Stelle vielleicht zu weit führen. Einer der bemerkenswertesten Sätze in dieser ganzen Sendung. Das würde zu weit führen, weil es in die Realität führen würde und die Kanzlerin auch mit der bitteren Realität im Detail konfrontieren würde. Aber das würde zu weit führen. Wir bedanken uns für Ihren Input, genau, der war sehr hilfreich. Vielen Dank. Tut mir leid. Das brauche ich nicht leid zu tun. Sie haben Ihren Fall dargestellt. Ist alles okay. Ich muss jetzt nur auf die Zeit achten. Sie vergibt ihm, dass er ihr seine Schwierigkeiten geschildert hat. Phänomenal. Und dem eiligen Zuschauer wird es wohl kaum auffallen. So muss das früher gewesen sein, wenn Kaiser mit ihren Untertanen sprachen. Richtig. Wir haben einen Rückstand. Genau. Super Lob, danke. Ich hatte die vergleichsweise glückliche Situation, dass ich genügend Zeiten für Arbeitslosengeld 1 sammeln konnte und Arbeitslosengeld 1 bezogen habe. Das läuft jetzt aus und Hartz IV wäre jetzt die nächste Option. Das wurde mir schon so mitgeteilt. Das ist nun meine konkrete Frage. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind durch dieses Raster ohnehin gefallen. Denen hat teilweise haben denen 5, 6 Tage gefehlt, um Arbeitslosengeld 1 zu bekommen. Das ist natürlich ärgerlich. Und die Frage ist, kann diese Gesetzgebung nicht in Pandemiezeiten verändert werden? Wieso gelten da die gleichen Maßstäbe wie vor dieser Pandemie? Kann das nicht verlängert werden, der Zugriff auf Arbeitslosengeld 1 und auch die Zeiten dafür verändert werden? Das ist die erste Frage. Also ging das auch über die, das geht dann immer, dass sie bestimmte Zeiten haben müssen, um Arbeitslosengeld 1 zu bekommen. Haarscharf erfasst.
Und ja, das Problem ist, dass wir ja nicht einfach nur für sie das verändern können. Wollte die Dame ja auch nicht, dass man es nur für sie verändert. Sie dachte an eine Ausnahmeregelung wegen der Pandemie, das war die Frage. Sondern wir müssen das dann für alle Bezieher von Arbeitslosengeld 1 verändern, nicht? Genau, so war das gefragt. Und das macht die Sache nochmal ein bisschen komplizierter. Ist es nicht eigentlich eher umgekehrt, wenn man für einen Einzelfall etwas umkrempeln will? Ist das nicht komplizierter, als generell die Regeln zu ändern? Ich verwechsel wahrscheinlich etwas. Also ich würde gerne nochmal gucken, ob man für diese sehr fragmentierten Arbeitsverhältnisse vielleicht dann noch etwas machen kann. Aber das kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht so einfach sagen, weil ich nie ganz genau weiß, ob es nicht dann für alle gelten muss. Übersetzt, nachdem ich mich mit diesem Osterruhetag schon so in den Nesseln gesetzt habe, muss ich jetzt hier etwas vorsichtiger sein. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin, für Ihre Zeit. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin, für Ihre Zeit. Erstaunlich, dass der Kanzlerin derart unisono immer für ihre Zeit gedankt wird. Gab es da irgendeine Art Vorgabe? Die Bundeskanzlerin ist Angestellte der Bürger und die Bürger bezahlen sie. Also ist es die Zeit der Bürger. Wenn der Sparstift angesetzt wird, wird immer zuerst bei der Kunst gespart, weil es keine Verpflichtung gibt, weil die Menschen kein Anrecht haben auf Kultur. Es hat niemand Anrecht. Genau. Also ich sag mal so, ehrlich gesagt, Kinder- und Jugendhilfeleistungen sind auch solche Leistungen, die freiwillig sind. Also sogenannte freiwillige Leistungen und keine gesetzlichen. Sie würden nur davon profitieren, egal ob man es im Grundgesetz hat oder nicht, wenn es ein Theatergesetz gäbe und mit diesem Theatergesetz sind ihre, so wie es ein Gesetz über Kindergeld gibt und damit ist es festgeschrieben, was sie jedes Jahr kriegen als Budget. Genau das, was man hören möchte als Schauspielerin, die um ihre Existenz kämpft, dass es eben nicht im Gesetz steht. Pech gehabt. Nur das würde Ihnen helfen. So sind Sie jedes Jahr von dem Haushaltsgesetzgeber abhängig, was er Ihnen jetzt an Etat gibt. Ece Bec, abhängig von mir. ganz genau. Der armen Frau fehlen hier offenbar die Worte. Mir auch. Richtig. Ja, nur war die Frage ja eben nicht, warum es ihr so schlecht geht, sondern was man tun könnte. Frau Merkels Antwort war in etwa so, wie wenn man einem Hungernden erklärt, was für Stoffwechselprozesse in seinem Körper dazu führen, dass er hungert. Sehr tröstlich und sättigend für den Hungernden. Nur eben die Frage wäre, also ich meine unter dem heutigen, also das ist ja auch das Thema dieses heutigen Tages, wie schafft man es, die Kultur in den nächsten Jahren zu unterstützen? Genau, man hätte eigentlich erwarten können, dass die Kanzlerin das auch so versteht. Denn ich denke, allein die gesellschaftliche Entwicklung zeigt ja, dass jetzt, wo jeder vereinzelt ist und auf sich selbst zurückgeworfen wird, sind diese öffentlichen Räume, diese Diskursräume, in denen Menschen sich begegnen können und diesem empathischen Akt. Sobald die Schauspielerin von Empathie spricht, weckt Merkel so wie ein Kind, dem man die Relativitätstheorie erklärt. Einem Ereignis auf der Bühne beizuwohnen, das ist etwas, was glaube ich, unglaublich wichtig ist für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Und von daher eben mein Appell eben nicht, also es wäre mir eben sehr wichtig, dass das jetzt investiert wird in den nächsten Jahren. Ja, ich verstehe das total. Das merkt man auch. Total. Die Gesellschaft hat sich jetzt anderthalb Jahre im Grunde, ist sie oder insgesamt werden es dann anderthalb Jahre sein. Ach so, wie bitte? Es werden anderthalb Jahre sein? Es waren doch schon anderthalb Jahre. Kann sie ihren normalen Austausch nicht pflegen? Das muss alles wieder eingeübt werden. Hat sich Frust angestaut und man braucht gerade mehr davon als weniger. Von dem Frust? Wirklich? Oh nein, ich habe es verwechselt, Entschuldigung. Sie formulieren so kompliziert, Frau Bundeskanzlerin, man verliert den Überblick. Und das wird bei der Finanzplanung der Zukunft eine Rolle spielen. Also wir können nicht die Pandemiehilfen abstellen in dem Moment, wo die Pandemie zu Ende ist. Gott sei Dank können wir ja dank der Finanzpolitik der Europäischen Zentralbank so viel Geld drucken, wie wir lustig sind. Es wird auch sehr lustig werden. Sondern das wird noch Investitionen in den nächsten Jahren bedürfen und das wird ein harter Kampf. Das ist richtig. Oh ja, das wird ein sehr harter Kampf. Und Sie machen darauf aufmerksam und ich kann das vom Grundsatz her nur teilen. So, aber ich habe Ihr Anliegen verstanden. Na, das ist doch schon mal was.
und nehme es mit. Es landet in der Ablage. Für die künftigen Haushaltsberatungen. Da bin ich dann nicht mehr dabei, aber... Jetzt wieder ein freudscher Versprecher, sie nimmt es mit in die künftigen Haushaltsberatungen und dann plötzlich, da bin ich dann aber nicht mehr dabei. Ein kleiner Versprecher, dass es doch Pläne gibt, bei den nächsten Haushaltsberatungen noch dabei sein. Fragen über Fragen. Bis jetzt haben wir jedenfalls in die Kunst auch eine Menge investiert in dieser Pandemie. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Kanzlerin spricht hier mit einem guten Dutzend Vertretern der Kunst, denen es allen schlecht geht. Und sie sagt dann freudenstrahlend, bis jetzt haben wir eine Menge investiert in die Kunst in dieser Pandemie. Die Empathie unserer Kanzlerin ist beachtenswert. Die Arbeitnehmer, die haben jetzt wenigstens noch die Absicherung, dass wenn sie denken könnten, ich werde arbeitslos nächstes Jahr im Januar oder bald, dann haben die halt noch vollen Bezug, ich nicht. Ja, also das ist ja eben schon angeklungen, kann man nicht in solchen Konstellationen, in denen eben Kurzarbeit, also indem sie jetzt, sie brauchen ihre Versicherungsleistung auf und die ist genauso lang für, wie für jemanden, der in Kurzarbeit geht und die Kurzarbeitszeit wird nicht mit angerechnet. Und das ist ein interessanter Punkt, den nehme ich nochmal mit auf. Genialer Formulierungsweg, stellen Sie sich vor, Sie sind bankrott, Sie brauchen dringend einen Kredit. Und der Bankangestellte sagt Ihnen, ich nehme es nochmal mit auf. Weil Sie ja aus einem ganz speziellen Beschäftigungsverhältnis kommen und das Mittel der Kurzarbeit für Sie nicht existiert. Also entweder eine fiktive Kurzarbeit in solcher Situation, aber nicht, dass Sie dann die ganze Versicherungsleistung aufbrauchen müssen. Das verstehe ich. Das tröstet die Frau sicher ungemein, dass die Bundeskanzlerin das versteht. Und genau, also das ist eine Kompensation. Das nehme ich nochmal mit. Ungemein tröstlich, da kann die Frau davon abbeißen, dass die Bundeskanzlerin das mitnimmt, wohin auch immer. Und das, was, weil wir, wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel darüber gesprochen und das, was sich hier durch dieses Gespräch zieht, ist im Grunde, dass wir haben Umsatzeinbrüche im November, Dezember, wir haben Fixkosten, aber das hilft vielen von Ihnen nicht, weil sie einfach nicht das Geld zum Leben haben. Wir haben Umsatzeinbrüche, wir haben Fixkosten und das hilft vielen einfach nicht, weil sie nicht das Geld zum Leben haben. Wie sollen Umsatzeinbußen helfen, Frau Kanzlerin? Und da ist ein großes, da ist eine Lücke. Eine Logiklücke, ja, aber übersetzt, wir haben Mut zur Lücke. Und dieser Unternehmerlohn, da sieht man jetzt irgendwie, sag ich mal, einen gut situierten Mittelständler aus Baden-Württemberg vor sich. Aber letztlich sind sie alle Selbstständige und das nehme ich nochmal als prägenden Eindruck auch aus diesem Gespräch mit, dass das nicht nur ein Einzelfall ist. Ja, die dritte Mitnahme allein aus diesem kurzen Einzelgespräch. Hoffentlich hat sie eine große Tasche dabei, die Frau Kanzlerin, damit sie all das mitnehmen kann. Vielen Dank. Wofür eigentlich? Wir arbeiten uns die Versicherungsleistungen, wir zahlen ein, wir erhöhen das Volumen und wir greifen da auch eigentlich nur dann ein und beziehen Versicherungsleistungen, wenn es sein muss, okay. Jeder andere Erwerbstätige auch. Dankeschön. Hab's, also das nehme ich auch nochmal mit. Ja? Vielen Dank, Frau Benkenstein nach Hamburg. Sie haben ja gesagt, haben Sie das vom Stresstest gesagt? Nee, das hätte ich sagen können. Sie waren das mit dem Stresstest. Nee, und dann, ist ja eigentlich auch ganz egal. Ich will zum Schluss Danke sagen für die Sie ausgewählt haben. Ja, völlig zu Recht, weil es doch sehr bequem war. Gut ausgewählt von den zuständigen Leuten. Etwas erstaunlich nur, dass man aus diesem Auswählen gar keinen Hehl mehr macht. Man versucht gar nicht mehr den Eindruck zu erwecken, als sei es kein handverlesenes Publikum. Faszinierend. Das habe ja nicht ich gemacht. Dafür sowas gibt es Spezialisten, die auch aufpassen, dass nichts schief geht. Und zum Zweiten, Sie haben ja für sehr, sehr viele heute hier gesprochen. Ganz nimmt, wenn es für sehr, sehr viele gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich auch mehr Kritik an den Maßnahmen zu hören gewesen. Deshalb werde ich mir das alles sehr genau anschauen und wir werden versuchen, da, wo wir noch Abhilfe schaffen können, Abhilfe zu schaffen. Versuchen? Und da, wo wir können, übersetzt ins Klarsprech, wir können gar nichts und wir versuchen es auch gar nicht. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie alles bis ins Letzte total logisch finden. Ja, eher im Gegenteil, im Zweifelsfall. Wir finden vieles bis zum Letzten nicht sonderlich logisch.
Ich will vielleicht auch nur sagen, auch wir haben politisch eine Pandemie noch nicht vorgeplant gehabt. Das erleichtert, stimmt auch nicht ganz so, weil es ja schon Notfallpläne gab und das auch schon durchgearbeitet wurde im Bundestag. Man hat sich nur nicht sehr vorbereitet, aber das kann man rückwirkend verstehen. Auch da kann man fragen, hätten wir da nicht schon mal längst einen Stresstest machen müssen und uns überlegen müssen, was kann uns so eilen? Ja, hätte man wohl machen müssen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Bundeskanzlerin. Ja, der Dank für die Zeit war offenbar vorher abgesprochen. Was mich an diesem Format stört, ich habe das in Russland lange erlebt. Wladimir Putin macht das regelmäßig und ich habe den Russen immer erklärt, es ist ein Symbol dafür, dass in der Politik vieles nicht funktioniert, wenn der Regierungs- bzw. Staatschef mit den kleinen Schrauben regulieren muss, wenn er hier eine Audienz zeigen muss. Ich habe dort immer gesagt, das Ganze ist Show und in funktionierenden Demokratien ist das so gar nicht nötig, weil da der Bürgerwille auch ohne Audienzen in die Politik einfließt. Ja, vielleicht habe ich mich da geirrt, dass das in Deutschland anders funktioniert, zumindest unter Angela Merkel scheint es nicht besser zu sein. Zum Schluss nochmal drei Zusammenschnitte im Stile der guten Zarin, die dem einfachen Volk Gutes verspricht. Ansonsten nimmt sie ja sehr viel nur mit. Entschuldigung, wenn ich etwas bissig war mit dem Humor, aber angesichts von Angela Merkels Wirken sehe ich hier keinen anderen Ausweg und ich sehe diesen Sarkasmus, wohlgemerkt nicht Zynismus, als Notwehr. Alles Gute. Danke, ciao. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, sagen Sie mir, wie Ihnen das Dechiffrieren gefällt, denn wenn es Ihnen gefällt, dechiffriere ich gerne noch mehr. Danke, ciao. Nur zwei Mehrwertsteuersätze haben, einen kleinen und einen hohen. Und ihre Bitte war ja eigentlich, können wir sie wieder zurückstufen in die Bücherfront, sozusagen. So, der Frage kann ich jetzt nochmal nachgehen. Und ich werde ein Auge drauf haben, dass sie ihre Exklusivität und den Anfang der Verwertungskette behalten. Jedenfalls für Produkte, die in Deutschland hergestellt werden. Und da müssen wir in die Filmförderung viel ein. Also müssen wir einen Schwerpunkt setzen, da haben Sie vollkommen recht. Das okay, müssen Sie unbedingt betrachten nochmal. Ja, das sind die Optionskommunen, das werden wir uns nochmal angucken. Das ist ein sehr guter wichtig. Hinweis. Ja, danke schön. Ich habe es, glaube ich, verstanden. Ich rede mit der Staatsministerin nochmal, ob man das für eine bestimmte Zeit machen könnte. Das wird man nicht für immer machen können, aber jetzt für so eine Übergangs- und, das werden wir nochmal mit aufnehmen. Ja? Ja. Ich weiß ja, dass von jedem das Herz voll ist. Ich muss nur ein bisschen Gerechtigkeit walten lassen. Ja? Ja, und ein richtiges Backstage habe ich nicht für Sie, da ich natürlich nicht hinter den Kulissen des Kanzleramtes dabei war, als das aufgenommen wurde. Aber eine Frage habe ich an Sie, und zwar habe ich mir jetzt extra ein sehr professionelles Mikrofon zugelegt, nach dem Tondesaster mit der Dechiffrierung von Anna-Lena Baerbock, wo sie so laut war und ich wie ein Flüsterer daneben nur zu vernehmen war. Ich wäre sehr dankbar für ein kurzes Feedback, ob es mit diesem Profimikrofon, das Sie ermöglicht haben mit Ihrer Unterstützung, jetzt etwas weniger schwierig ist. Schwierig ist es ja auch so, bei vielen unseren Politikern zuzuhören. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag, alles Gute, passen Sie auf sich auf, nicht unterkriegen lassen. Ciao.